Trotz modernster Therapie treten heute noch bei 25-30% der Frauen mit Brustkrebs Metastasen im Verlauf des Lebens auf. Zum Thema Metastasenmanagement wird Professor Stöger von der Klinischen Abteilung für Onkologie an der Universitätsklinik Graz für Innere Medizin befragt. Herr Professor Stöger, allgemein gefragt, wie sollten Metastasen des Mammakarzinoms therapiert werden? Die Behandlung des metastasierten Mammakarzinoms ist ein besonders gutes Beispiel für die Notwendigkeit, eine Krebstherapie möglichst individuell zu gestalten. Wir haben hier einige Variablen, einerseits durch die Krankheit vorgegeben. Es ist ganz relevant, ist der Tumor zum Beispiel hormonsensitiv, ist der Tumor HER2 überexprimierend und somit auch behandelbar mit Anti-HER2 gerichteten Medikamenten. Wir haben die Variable der Metastasierungsart. Das ist zum Beispiel ein ganz relevanter Unterschied. Haben wir eine singuläre Metastase im Knochen, eine singuläre Metastase in der Lunge, die keinerlei oder wenig Symptomatik macht, oder haben wir multiple Metastasen in der Leber und diese Metastasen könnten die Funktion beeinträchtigen, oder wir haben eine Lymphangiosis, Karzinomatosa der Lunge, wo der Patient hoch symptomatisch ist und auch sein Leben unmittelbar bedroht ist. Wir haben andererseits die Variable Patient, wir haben alte Patienten, wir haben junge Patienten, wir haben die Variable Vorerkrankungen, Begleiterkrankungen. Es ist absolut von Relevanz, ob der Patient kardiale Vorerkrankungen zum Beispiel hat, wenn ich an eine Anthracyclin-Therapie denke. Es ist relevant, ob ich zum Beispiel thromboembolische Vorerkrankungen habe, um eine endokrine Therapie entsprechend auszuwählen. Und wir haben auch die Variable zeitlichen Verlauf. Es ist ganz unterschiedlich, ob ein Tumor zum Beispiel ein langes Disease-Free-Intervall hat, ein Relapse-Free-Intervall seit der Operation, oder ob dieses Intervall kurz ist. Es ist relevant, wie dynamisch die Krankheit verläuft, ob sie schnell verläuft, ob sie langsam verläuft. Also wir haben hier, und zum Schluss auch haben wir den Patientenwunsch natürlich zu berücksichtigen. Es gibt Patienten, die eine Prävalenz für eine Chemotherapie haben, die eine Prävalenz gegen eine Chemotherapie, eine Chemotherapie ablehnen, und daraus ergibt sich eben eine Vielfalt von Möglichkeiten, die man hier anwenden kann. Also prinzipiell ist der Therapieansatz im metastasierten Stadium des Mammakarzinoms als palliativ anzusehen. Das heißt, im Vordergrund steht die Verbesserung der Lebensqualität, indem wir die Symptome, die die Tumorerkrankung machen, reduzieren durch unsere Therapie. In Einzelfällen besteht aber durchaus die Chance, auch an eine Kuration mit Anführungszeichen zu denken. Es gibt durchaus Beobachtungen, dass wir bei jungen Patienten mit Oligometastasierung, mit hochgradig entdifferenzierten Tumoren, auch mittels aggressiver Erstlinientherapie durchaus komplette Remissionen erreichen können, die über Jahre andauern können. Also das sind Patienten, die in der Regel jung sind, aggressive Tumore haben und relativ wenig Metastasierungslast und relativ wenig Metastasierungslokalisationen aufweisen. Bei diesen Patienten ist es durchaus angebracht, auch primär ein aggressives Therapieschema zu denken, um eben diese Chance nicht zu verlieren. Im Speziellen gefragt, wie erfolgt das Management von Lungen- und Lebermetastasen? Bei viszerellen Metastasen wie Lungen- und Lebermetastasen ist es natürlich sehr wichtig abzuklären, ob diese Metastasen singulär sind oder ob sie multiple sind und somit auch die Funktion der Organe beeinträchtigen. Wenn ich eine singuläre Lebermetastase habe, die in der Dynamik langsam voranschreitet, habe ich nicht unbedingt jetzt das Bedürfnis, hier möglichst aggressiv zu therapieren, sondern ich habe durchaus auch die Zeit, mittels einer Monochemotherapie oder einer Hormontherapie den Response zu erwarten. Andererseits ist es zwingend notwendig, aggressiv zu therapieren, wenn die Lebermetastasierung multiple ist, wir an der Grenze sind zur Funktionseinschränkung der Leber, wo wir sagen müssen, wenn wir jetzt nicht behandeln, können wir auch in weiterer Folge diese Therapie nie mehr anwenden. Also ganz wichtig ist die Symptomatik des Patienten. Asymptomatische Patienten haben wir keinerlei Druck, hier aggressiv zu werden in der Therapie. Andererseits, wenn das Leben bedroht ist oder die Symptomatik im Vordergrund steht, gehen wir davon aus, zum Beispiel eine Lymphangiosis, Karzinomatosa der Lunge, wo wirklich die Symptomatik im Vordergrund steht. Hier ist es wichtig, aggressiv zu therapieren, um möglichst rasch zu einer Reduktion der Symptomatik zu gelangen. Wie ist das Vorgehen bei Haut- und Weichteilmetastasen? Haut- und Weichteilmetastasen sind Metastasierungsarten, die uns
in der Regel keine großen Schwierigkeiten bereiten. Die Symptomatik dieser Art der Metastasisierung ist in der Regel gering. Zusätzlich zu systemischen Maßnahmen bieten sich hier natürlich auch Strahlentherapiemaßnahmen an, die man entsprechend gezielt auch einsetzen kann. In der Regel sind Haut- und Weichteilmetastasen Metastasierungsarten, die gut auf eine Therapie ansprechen, und der große Vorteil dieser beiden Metastasierungsarten besteht darin, dass man sie sehr gut auch klinisch in der Remissionsbeurteilung erfassen kann. Wie hoch ist das Risiko für Hirnmetastasen und wie sieht das Prozedere derzeit aus? Hirnmetastasen sind beim Mammakarzinom durchaus eine relevante Problematik. Wir haben zum Beispiel beim triple-negativen Karzinom eine Metastasierungsrate bis zu 50-60% zu erwarten. Auch beim HER2-positiven Karzinom ist die Inzidenz der Hirnmetastasierung sehr hoch. Es ist ein interessantes Phänomen. Durch die gute Therapie der HER2-überexprimierten Karzinome gelingt es uns, die Überlebenszeit so lange zu das Überleben so lange zu verlängern, dass diese Hirnmetastasen überhaupt entstehen können. Also wir haben das Problem, durch die gute Therapie der viszeralen Metastasen entstehen jetzt mehr Hirnmetastasen, die natürlich entsprechend zu therapieren sind. Wir haben hier die Möglichkeit, gerade wenn wir die HER2-überexprimierenden Karzinome hier ansprechen, auch mittels Systemtherapie zu arbeiten, wenn wir zum Beispiel betrachten die Tyrosinkinase, Hämmer des Small Molecules, die auch die Blut-Hirn-Schranke winden können, aber auch die Strahlentherapie, die stereotaktische Strahlentherapie spielt eine große Rolle und auch in Sonderfällen die chirurgische Resektion von singulären Hirnmetastasen zum Beispiel. Herr Professor Stöger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.